Das ist ein Logistik-Eis, 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 das ist ein Logistik-Eis
sehr stark an. Das ist eine Packmaschine. Und wir sparen uns die Zeit, in den Packstationen einzupacken. Das passiert dann hier automatisch. Es läuft so, dass müssen wir automatisch an die Produkte herumgebaut werden. Die Maschine schafft 20 bis 25 Pakete pro Minute. Wir nehmen das Produkt und den zugehörigen Barcode der Bestellung. Legen es aufs Laufband und es wird automatisch eingepackt. Anschließend wird ein Adressaufkleber ebenfalls automatisch aufgeklebt. Dann sortieren wir die Pakete und liefern sie letztendlich an die richtige Adresse aus. Es dauert nur ein paar Minuten von der Bestellung bis zum nächsten Schritt. Die Papiere mit der Bestellung werden dann und nach links an den Daten ausgeliefert. Im Großraum Stockholm wird demnächst sogar noch am Tag der Bestellung ausgeliefert. Und noch eine zukunftsträchtige Neuerung. Wir bearbeiten hier auch Bestellungen, die in die Autos von Kunden ausgeliefert werden. Es läuft gerade eine Testphase in Göteborg, weil Volvo dort seinen Sitz hat. Es ist ganz einfach. Wir verpacken es hier und ein Fahrer liefert das Paket direkt in den Kofferraum des Kunden. Wenn er nach Hause fährt, hat er die Lieferung schon im Wagen. Keine Sorge, der Lieferant kann einmalig nur den Kofferraum. Dieser Service ist aktuell nur für Volvo-Fahrer verfügbar. So sieht es also aus. Die Chinesen kopieren das Oktoberfest und stellen das zweitgrößte Volksfest der Welt auf die Beine. Und da passieren Dinge, die es beim Original niemals geben würde. Zu sehen ist das Ganze am Sonntag bei Abend für der Lied. Los geht's, 10 nach 10. Diese Sendung wurde präsentiert von Deutsche Automobil. Diese Sendung wurde präsentiert von Infinity, dem unbeschwerten Smartvorteil. Ist, wenn man so will. Da hat sich die Bundestrainerin einiges einfallen lassen. Da steht im Tor dieser Weiß. Wer hätte das gedacht? Das war so abgesprochen, hat man dann gehört, mit all den Problemen.
gerne gegen Spendierungen eintauschen. Die Kanzlerin stapelt optimistisch die Antworten. Die Kanzlerin hat sich viel vorgenommen, sichere Außengrenzen, mehr Bildung, mehr Wachstum. Ihr Partner für Europa steht. Sie will verhindern, dass die EU nach dem Brexit weiter auseinanderdriftet. Alle müssen an einen Strang ziehen. Dennoch dürfen wir von diesem Gipfel auch nicht zu viel erwarten. Es geht jetzt nicht darum, einfach von einem Gipfel die Lösung der Probleme Europas zu erwarten. Wir sind in einer kritischen Situation, sondern es geht darum, durch Taten zu zeigen, dass wir besser werden können. Merkels Problem sind die neuen Allianzen. Rigoros torpedieren die Osteuropäer eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik. Der Ungar Viktor Orban beschimpfte gerade wieder den Deutschen Martin Schulz. Der traf diesen deshalb in Bratislava zur Aussprache. Was die Bürger nicht erwarten, ist, dass sich Politiker öffentlich in dieser Form beleidigen. Das wird er akzeptieren. Wir haben da heute Morgen darüber gesprochen und ich gehe mal davon aus, dass er das nicht wiederholen wird. Wiederholt haben die Osteuropäer, die sogenannten Visegrad-Staaten, auf dem Gipfel soeben etwas anderes. Ihre Ablehnung einer Umverteilung von Flüchtlingen, die Angela Merkel sie fordert. Auf der anderen Seite die Südeuropäer. Die Mittelmeerländer formieren sich gegen ihre Sprachpolitik. Sie will Kurs halten, doch ohne die Briten hat sie es schwerer. Die Südländer wittern deshalb die Chance, das Steuerbuch zu reißen. Auf jeden Fall sollte Europa eines nicht tun, weiter schlafwandeln in die falsche Richtung zu gehen. Die Kanzlerin muss mittlerweile aufpassen, dass sie bei der Neugestaltung Europas nicht in den Hintergrund gedrängt wird. Die Deutsche Bahn zieht sich aus dem Fernbusmarkt zurück. Bis zum Ende des Jahres verschwindet die Marke Berlin-Linienbus von den Straßen. Grund für die Entscheidung sind die hohen Verluste. Damit scheidet der einzig verbliebene größere Konkurrent von Marktführer Flixbus aus dem Markt aus. Erst Anfang August hatte die Deutsche Post ihren Ausbildungs- und Fernbusgeschäft nach 3 Jahren beendet. Nach den gewalttätigen Ausschreitungen zwischen jungen Flüchtlingen und offenbar Rechten im sächsischen Bautzen bleibt die Stunde weiterhin aufgeheizt. Brennpunkt, auch letzte Nacht erneut der Kornmarkt, wo sich hunderte Menschen versammeln. Diesmal liegt es bei emotionalen Schlagabtausch. Bautzen auf die angespannte Lage reagiert, fragt bereits, was er hat. Aufgeheizte Stimmung in Bautzen, auch in der Nacht auf Freitag. Etwa 350 Menschen, viele davon offenbar aus der rechten Szene, lassen auf dem Kornmarkt ihren Aggressionen freien Lauf. Mitten unter ihnen zum Gespräch bereits der Oberbürgermeister, er wird hart angegangen. Ich hole sie schon mal gar nicht an, wir müssen mit der Angela Merkel. Meine Angela Merkel. Ausschreitungen gibt es keine. Linke werden vom rechten Demonstranten getrennt und für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge gilt am Abend eine Ausgangssperre. Am Tag darauf bringen Aktivisten ins Theater, wo einige junge Flüchtlinge Schauspieler und Farbe auf die Klasse, wie der Kornmarkt abgemacht wird. Nein, die Klasse rund an von gewaltfreies, gegenliebendes, offenes Bautzen. Der Oberbürgermeister erklärt, wie es weitergehen soll. An Maßnahmen hatten wir schon, bevor es eskaliert ist, beschlossen, dass wir gemeinsame Streifen von Polizei und Gemeindevollzugsdienst einsetzen wollten. Wir wollen Streetworker, wollten wir schicken, das werden wir auch tun. Außerdem wurden bereits 5 Anstifter unter den Flüchtlingen auf andere Unterkünfte verteilt. Probleme mit Schlägereien kennt man auch im Namen Görlitz. Dort wurden schon Maßnahmen ergriffen. Die könnten Vorbild für Bautzen sein. Da ist es so gelaufen, Kameraüberwachung auf den Plätzen und Alkoholverbot. Auch darüber will man jetzt nachdenken. Vor allem aber will man in Bautzen auf Dialog setzen. In Deutschland sei kein Platz für derartige Gewalt, heißt es aus Berlin, wo eine Regierungssprecherin die Ausschreitungen verurteilt. Sie seien unseres Landes nicht würdig. Fitness ist in den USA gefühlt einfach alles im US-Wahlkampf um den stressigen Präsidentenjob. Und deswegen hat sich Hillary Clinton schon, die echte, kein Übel spekuliert, trotz Lungenentzündung wieder zurückgemeldet. Bereits jetzt, das gegen einen 70-jährigen Gegner, der sich jung fühlt wie ein Football-Superstar, mit einem Gerücht aufräumt. Trumps Haare sind kein Fan. Sie wirkte noch etwas angestrengt. Hillary Clinton bei ihrem Abflug nach North Carolina. Dort dann sozusagen ihr Comeback auf der Wahlkampfbühne. Strahlend die Botschaft, seht her, mir geht's gut, alles halb so schlimm. Ich hatte Husten und der entpuppte sich dann als Lungenentzündung. Ich wollte mich da durchbeißen, aber seit ich
unseriösesten Ruf, seine Fitness zu beweisen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich fühle mich immer noch so fit wie mit 30. Der angeblich objektive Beweis, ein knapper medizinischer Bericht. EKG, Blutwerte, alles top. Verfasst wurde der allerdings von seinem Hausarzt, Alan Ornstein. Charmoffensive statt Rassiraden, das scheint ein neuer Kurs von Bedeutung zu sein. So ließ er sich auf seiner Talkshow-Tour sogar von Comedian Jimmy Fallon seine berühmte gelbe Messe zerzausen. Trumps Umfragewerten tut der neue Kuschelkurs offensichtlich gut. In zwei Bundesstaaten ist er inzwischen an Hillary Clinton vorbeigezogen. Jimmy Fallon hingegen muss nun einen heftigen Shitstorm über sich ergehen lassen. Einer von tausenden erprobten Kommentaren bei Twitter, Fallon habe sich als Hofnarr der Verhältnis. Die Polizei von Aschaffenburg fahndet nach einem Radfahrer, der im Vorbeifahren einen Fußgänger niedergestochen hat. Der 33-Jährige, offenbar ein Zufallsopfer, wurde schwer verletzt. Er musste notoperiert werden und befindet sich außer Lebensgefahr. Ein Großaufgebot der Polizei fahndet nach dem Täter. Augenzeugen beschreiben ihn als etwa 20 Jahre alten Mitteleuropäer. Er war auf einem alten Damenfahrrad unterwegs. Dank den vergifteten Marzipanherzen terrorisiert ein unbekannter Schwul in Schleswig-Holstein. Gleich drei mussten in viel heute wegen Drohungen dicht machen, damit die Polizei die Gebäude besuchen konnte. Das waren nicht die ersten. Dabei richtet sich diese hinterhältige Aktion eigentlich gegen die Einzelhandelskette Co. auf die damit erpresst. Spürhunde statt Schulklassen, Großalarm an drei Kieler Schulen. Auslöser eine Erpresser-E-Mail, die frühmorgens beim Käthe-Kollwitz-Gymnasium eingeht. Darin wird das Leben der Kinder bedroht. Sprengstoffexperten rücken an, durchsuchen Gebäude und Schulhof. Die Käthe-Kollwitz, die Mulius- und die Hebbel-Schule werden geräumt. Wir saßen im Klassenraum, plötzlich wurde die Tür aufgerissen, eine Lehrkraft kam rein und sagte, so, jetzt kommt mal schnell raus, alle auf den Schulhof, wir wissen ja nicht, was los ist. Und das ist natürlich auch ziemlich quälend, diese Ungewissheit. Denn erst vor drei Tagen hatte derselbe Erpresser an der nahegelegenen Reventlo-Grundschule für Angst gesorgt. Er legte manipulierte Marzipanherzen auf dem Schulhof aus. Die Substanz darin kann gesundheitliche Beschwerden auslösen. Die Polizei ermittelt nun gegen schwere Erpressung, die sich gegen die Supermarktkette Coop richtet, ein Kieler Unternehmen. Dass ihr jetzt unter Druck gerät, weil es natürlich dann verantwortlich sein soll für das Kindeswohl, was hier gefährdet wird durch die Handlung. Er ist natürlich durchaus sehr ernst genommen, was die Taten der letzten Tage gezeigt haben. Wie viel Geld der Täter fordert und welches Motiv dahinter steckt, noch unklar. Seine Drohungen heute hatten jedenfalls keine Folgen. Zwei gefundene verdächtige Päckchen an den Schulen erwiesen sich als ungefährlich. Aus Niederlagen lernt man, heißt es. Okay, aber auch bei 0 zu 43. Die Gunst des Verlierens, denkt man sich das wohl schön. So versuchen sich jetzt wahrscheinlich auch Amateurkicker aus Nordrhein-Westfalen aufzumuntern. Denn im Schnitt knapp alle zwei Minuten ein Tor vom Gegner kassieren, das ist historisch. Ist nicht negativ. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel noch so ein Spruch. Nummer 1 für Aufmerksamkeit. Ein Torwart in Deckung. Die Revue für Marco. Ähnliche Szenen haben sich erst vor ein paar Tagen abgespielt, als sein SV von der Ort auf dem PSV Oberhausen trifft. Das Ergebnis? Eine historische Klatsche. 0 zu 43. Mehr Tore als Zuschauer. Beim ersten Training danach sitzt der Stachel der Rekordpleite noch ganz tief. Ja, ich habe mich auf dem Platz hilflos gefühlt. Also ich wusste nicht mehr, wohin mit dem Ball. Katastrophe. Also auf Deutsch würde gesagt, Scheißdach gewesen. Ja, in der Tat. Das Glück stand jenseits des Mittelstreifens. Ein Stürmer kündigt nach 10 Minuten, zwei Kicker verletzen sich. Aus Personalnot kämpft die Truppe nur noch zu 8. Die Mannschaft ist gerade einmal 6 Wochen jung, besteht zur Hälfte aus Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak und Guinea. Die Kahn-Doppel-Dinge hatten überhaupt keine Ahnung. Grundlegende Dinge müssen denen von vornherein beigebracht werden. 6 Spiele in Folge verloren, das letzte Haus hoch. Von einer Trainerdiskussion, die man wirklich sieht. Schönen Dank als Trainerin. Ich tue für den Verein alles für die Mannschaft. Und auch das Netz feiert Traumatruppe. Das nächste Spiel steht morgen an. Da wollen die Jungs dann in Topform auflaufen. Also sind derzeit ein paar mehr Gestütze fällig. Ja, und das Runde muss ins Eckige. Aber eben, immer bei den gleichen Mannschaften fest. Das war's von uns. Jetzt das Wetter des Wochenende. Die Simpson. Schönen Abend. In der Nacht ist es noch ein heftiger Wind.
das mein Kia? Was ist denn mein Kia? Mein Kia! Ich lache, weil ich dazugehören will, aber ich kapier's nicht. Miss Huber, was ist unser Thema heute? Ist es Schule? Ach, keine Ahnung. Mal sehen. Reden wir über Stammbäume. Wer von euch kann mir sagen, was ein Stammbaum ist? Oh, ein Stammbaum ist ein Schema, das die genealogischen Beziehungen einer Familie in Form eines Baumes mit Äpfeln darstellt. Sehr gut, Lisa. Kinder, eure Hausaufgabe für das Wochenende ist es, euren eigenen Stammbaum zu erstellen, bei dem ihr jeden erwähnenswerten Vorfahren hervorhebt. Ich kann es kaum erwarten, welche Lohne 2 gegen den Annalen der Simpsons zu finden sind. Nein, das kann nicht stimmen. Boah, die waren alle furchtbar! Ja, in der Ahnenheit, das Simpsons findest du eine lange Liste von Pferdefiesen, Faulpelzen, Pferdefelsen, Faulpiesen und sogar von ein paar Alkoholikern. Es muss auch gute Vorfahren gegeben haben. Frank, hast du vielleicht welche? Mein einziges, die Wirkung für Wachheit, Abigail Simpson, besser bekannt als die Giftmörderin von Kitzberg. Lisa, dir stehen einmal schnelle Überraschungen bevor. Wenn ich du wäre, würde ich nicht in der Vergangenheit rumwühlen. Ich habe zum Teil in dieser Vergangenheit gelebt und habe sie nicht gut im Grund verlassen. Ich gebe nicht auf. Ich muss wissen, ob es unter den ganzen Schlamm und Morast alle Giftmörder auch noch in Mutter dieser Familie gab. Und ich werde ihn finden, selbst wenn ich mit Adam und Eva zurückgehen muss. Oh, du meinst Adam und Eva Simpson? Oder besser bekannt als das Henker-Ehepaar von Kalifornien. Was ist? Willst du mir jetzt helfen oder nicht?
traurig. Thank you.
Thank you.
Gäste am Tatort sind. Ihr vertrauenswürdiger Sekretär. Aber eine Sache hatten Sie noch zu erledigen. Und dieser Part war äußerst inspirierend. Während alle auf Caroline sahen und nachdem sie bereits tot war, da gaben sie erst eine tödliche Dosis Zyanid in das Glas. Da sie wussten, wir würden davon ausgehen, dass dieses Zyanid sie vergiftet hat. Aber das war nicht ihr einziger Geniestreich, Ellery, nicht wahr? Es war auch dieser Brief und was darin stand. Sie wussten, dass wenn wir einen offenkundigen Beweis finden würden, dass Carolines Tod in Verbindung steht mit Spinners Rock, was nicht so ist, wie ich anmerken will, aber besser als das. Besser als das. Sie wussten, dass wir nie auf die Idee kommen würden, dass wir die Mordwaffe hier in unseren Händen halten. Aber wieso sollte ausgerechnet Ellery meinen, dass Caroline tot ist? Genau. Caroline war Ellerys Mentor, sein Schutzengel. Etwas hat sich aber verändert. Etwas, weswegen es nötig wurde, dass sie jetzt finden. Jetzt, bevor sie die Insel verlässt. Am Tag vor Carolines Abreise half Ellery, das Büro auszuräumen. Als ich mir die Berge alter Dokumente ansah, die irgendwo in den Schubladen vergraben waren, habe ich das entdeckt. Vermutlich ist Ihnen genauso wie mir das Club Caribbean-Logo ins Auge gestromert. Das ist ein Antrag zum Bau einer neuen Straße zum Club Caribbean Holiday Village. Er wurde vor 4 Jahren 10 Monate vor dem Tod ihrer Tochter. Caroline wurde um ihre letzte Zustimmung gebeten. Und das hat sie geschrieben. Bei vernachlässigbaren Todesfällen auf der bestehenden Straße können die Kosten für eine neue Straße nicht gerechtfertigt werden. Der Antrag wird abgelehnt. Deshalb starb ihre Tochter. Weil Caroline dachte, wegen gelegentlicher Todesfälle müsste man sich keine Sorgen machen. An dem Tag, als Sie erhalten, Ihr Büro auszuräumen, haben Sie das erfahren. Da haben Sie es endlich verstanden, nicht wahr, Ellery? Alles, was Caroline Ihnen erzählte, war gelogen. Ihre Beförderung, sogar die neue Umgehungsstraße um Ihr Dorf. Es geht immer nur um Sie. Sie und Ihre Versuche, Ihre Schuld loszuwerden. Alles, weil Sie wussten, dass Sie den Tod Ihrer Tochter verursacht hatten. In gewisser Weise war diese Straße auch Ihre. Welche Worte sie als letztes hörte. Vernachlässigbare Todesfälle. Sie wusste genau, was ich damit meinte. Sie hat geantwortet. Miss 94% hat geantwortet. Nicht wahr. Das Abonnement des Mitglieds, das sie Schatten zu kontaktieren, ist abgelaufen. Was? Sie ist weg. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Keine Sorge, Chief, das ist nicht das Ende der Welt. Sie haben recht, Mike. Ich würde Sie auch so einfassen. Ich verstehe nicht. Sie ist in der Karibik. Wenn ich nur genügend Inseln abgrase, werde ich sie irgendwann finden, oder? Irgendwann. Wissen Sie, ich frage mich langsam, ob Dwayne wirklich der richtige Berater für mich ist. Wirklich, Humphrey, wieso? Unsere unterschiedlichen Auffassungen von Stil. Vielleicht haben Sie recht. Florence, glauben Sie, ich sollte mich auf die Suche machen nach bis 94%? Ich vermute, es würde nur den Tag rauszögern, an dem Sie tatsächlich mit einer Frau reden müssen. Ich verstehe, Sie glauben, ich verstecke mich hinter dem Monitor gewissermaßen. Vielleicht. Na gut. Dwayne? Chief. Ich habe etwas entschieden. Wirklich? Ja. Ich werde die Karibik nicht nach einer unsicheren Internetfantasie absuchen. Nein. Nein, keine Algorithmen mehr, um die zukünftige Mrs. Humphrey zu finden. Was? Ich werde mich mit ein paar richtigen und tatsächlich existierenden Frauen unterhalten und mutig und selbstbewusst sein. Und naja, wer weiß. Vielleicht schaffe ich es auch, eine von ihnen rumzukriegen. Schade. Prost alle zusammen. Ja, Sir. Yes. Die DVDs zur Sendung erhalten Sie im Handel und im ZDF Online-Shop.
die Waffe zu finden. Im Landhaus und in der Umgebung. Die Verletzung nachzuurteilen wurde mit großer Kraft zugeschlagen. War schon jemand oben im Farmhaus? Nein, sag nicht. Ihr Mann ist bettlägerig. Sehen Sie nach, ob alles in Ordnung ist. Und vorsichtig sein. Der Schlamm an den Schuhen. Hast du den Schlamm an Ihren Schuhen? Darf ich? Ja, ist alles angetötet. Schlamm reicht bis zur sechsten Stufe. Ich weiß, der Mörder hat hier oben auf Sie gewartet. Ich bin hier rufen. Krausch, was wollte Sie nur da? Nur mal ein Heuschieben. Sie zur Abwechslung mal mit Ihren Herren denken. Vielleicht wollte sie darauf, um jemanden zu helfen. Ja, ich würde ja passen. Was ist das? Die Forensik hat es versagt. Waldbeeren. Wahrscheinlich im Schuh des Mörders. Ich war gerade in der Küche. Und da hörte ich so ein Krachen. Schon möglich, dass ich auch einen Schrei gehört habe, aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht so sicher. Auf jeden Fall, ich dachte, ich guck mal nach, was das wohl war. Erzählen Sie weiter. Ich bin zur Scheune rübergegangen. Ihre Augen waren geschlossen, aber Sie haben telefoniert? Ja, ich bin rausgefahren, um ein Netz zu wenden. Haben Sie es nicht von dir versucht? Das Cottage hat kein Festnetz. Nur noch so eine von Constance Davies Pipsen. Das Haus war so eine Art Rückzugsort für sich. Haben Sie jemanden gesehen, als Sie darauf fuhren? Keine Seele. Wo haben Sie Ihren Wagen abgestellt? Am Straßenrand? Also hätte jeder, der den Weg hochkam, gewusst, dass Sie hier sind. Wieso sind Sie eigentlich hier? Ich arbeite für einen Verband namens KEA. Entschuldigung, wer hat diese Abkürzungen? Camp Environmental Associates. Wir führen eine Umweltstudie. Ja, wir prüfen den geplanten Standort in die Gebiete, die davon betroffen sind. Was Sie mir seit mit dem Mieterdienst ist die ganze Sache vom Tisch. Und wer gehört zu Ihrem Team? Es gibt kein Team, die nicht für Sie gemacht. Nein, so kann man nicht. Auf jeden Fall die letzte Verteidigung mit mir. Manchmal ist ein bisschen da.